Guten Abend und herzlich willkommen bei Trading Stars. Mein Name ist Stefan Fredrichowski. Wir haben Donnerstag, den 20. August, 19:30 Uhr zur gewohnten Zeit gewissermaßen. Ich hoffe mal, Bild und Ton, beides, also Bild sollte schon länger okay gewesen sein, Ton hoffentlich auch, sodass wir hier also ganz normal starten können. Freut mich natürlich auch wieder, dass so viele den Weg hierhin gefunden haben. Ja, die Hitzephase ist vorbei und wir haben natürlich deutliche Änderungen, das kann man ja nicht anders sagen. An den Märkten ist ja nun wirklich jede Menge los und es kommt so an den verschiedensten Stellen einiges wirklich jetzt mal in Bewegung. Also ich sage auch gerne, was für mich persönlich immer so die zwei Auffälligkeiten sind. Die eine ist, es tut sich was im Gold. Gold lebt wieder und wie allen von euch ist mir persönlich natürlich erstmal total egal, in welche Richtung. Nur Hauptsache, es passiert halt mal wieder richtig was und Gold zuckt und naja, in dem Fall halt nach Norden. Ja, und es tut sich auch was an der Aktienfront und da halt dann entsprechend nach Süden. Ja, also mal ein ganz interessantes Gemengelage, was auch immer welche Ursachen hat. Da sollen sich andere austoben. Mir ist nur recht, wenn doch mal wieder Trends in den Markt reinkommen. Denn genau das ist das, was uns bisher fehlt. Sehen wir auch gleich, natürlich beim Überblick über die Performance. Ich habe ein bisschen mal versucht, so eine Art Ursachenforschung zu betreiben, wobei das wirklich, das darf man nicht überbewerten, wenn ich hier von Ursachenforschung rede, sondern einfach nur mal der Versuch einer ganz, ganz Miniaturerklärung. Nützen tut es mir, also mir persönlich schon mal gar nichts, aber zumindest kann ich beschreiben, was sozusagen los ist. Also wir gucken gleich natürlich wie immer auf die Performance. Heute mal den Fächer H1 ein bisschen genauer. Was gibt's Neues bei Trading Stars? Na, gleich schon mal vorab. Also es gibt eine Art neuen Artikel bei uns auf der Homepage, einen Artikel zum Buchen und da ist natürlich gemeint das C-Webinar, was dann im September startet. Mittwochs 20 Uhr ist jetzt mal einfach die festgelegte Zeit. Waren ein paar Wünsche, die genau dahin passten. Deswegen habe ich den Termin jetzt mal soweit fixiert. Zeige ich aber gleich auch nochmal genauer auf der Internetseite. Dann gucken wir natürlich heute nochmal auf den Bollinger. Wir hatten ja letzte Woche nochmal, hatte ich ja gezeigt, es gab so eine nette Rückmeldung von einem von euch, der einen Reversal vorgeschlagen hat. Dazu gab es dann nochmal auch im weiteren Verlauf noch einen weiteren Vorschlag, der ebenfalls sehr interessant ist. Naja, ich habe die jetzt so ein bisschen sozusagen kombiniert, ja, so halbwegs, und habe mal was draus gemacht und das will ich mir kurz vorstellen. Auf diese Kurshistogrammdarstellung, wenn noch ein bisschen Zeit bleibt, gehe ich auch da nochmal ein, weil auch da gibt es schon erste Neuigkeiten. Letzter Punkt wird dann nochmal hier eine Umfrage sein, für die ich nochmal ein bisschen werben möchte, weil das einfach Erkenntnisse gewinnt, Erkenntnisse liefert und davon auch jemand in seiner, jetzt habe ich vergessen, ob es eine Bachelor- oder eine Masterarbeit, aber auf jeden Fall eins von beiden profitieren kann. Naja, wir starten wie immer natürlich bei der aktuellen Performance und zwar natürlich nicht hier bei dieser Kurve. Jetzt muss ich mal eben schauen, wo sie denn überhaupt ist. Naja, dann rufen wir sie schon mal gleich auf. Performance. Jetzt hätte ich allerdings auch gerade die Seite durchaus mal lassen können. Naja, egal. Jetzt ist es zu spät. Also, wir sehen eine immer noch sehr, sehr beschleunigte Abwärtsbewegung. In der Sprache der Charttechnik würde man von einem sogar schon von einer Krümmung hier, die ist zu erkennen. Die ist natürlich ärgerlich. Wir sind natürlich immer noch gut im Plus. Auch das keine Frage. Aber naja, wir haben jetzt schon deutlich Federn gelassen, muss man nüchtern so sehen. Es ist ärgerlich, aber nach wie vor merkt ihr vielleicht auch an mir, das ist gar nicht gespielt oder ich gucke da immer noch recht entspannt drauf, auch wenn ich davon auch selber darunter leide. Jetzt gar nicht aus der Sicht der Firma Trading Stars, sondern aus der Sicht von Stefan Fredrichowski, der alles auch nochmal separat handelt. Aber von daher trotzdem, ich weiß, in Summe komme ich damit gut klar. Genauso
ist alles noch in dem Rahmen, den ich mir auch vorstellen kann. Deswegen wie immer der Blick in die Einzelnen, weil erst da werden wir noch mal zusätzlich schlau. Natürlich Forex, Euro, japanischer Yen, die paar Devisenpärchen, die wir so handeln, jetzt separat als Ausbruch, die haben jetzt insbesondere diese Woche nur wirklich auch kein Zuckerschlecken. Da hatten wir, das ist so für mich ein Teil der sogenannten Ursachenforschung. Wir haben im Moment News, das ist jetzt absolut nichts Neues. News haben wir nur ständig und immer und danach kann man die Uhr stellen, wann die jeweils eintreten. Von daher, die gab es und es sind auch keine weltbedeutenden News, sondern was aber im Moment passiert, dass zu den News tatsächlich auch richtig Bewegungen mal entstehen. Aber, und das ist halt das Dumme, sie sind meistens eher, was ich mal so herzschlagförmig getauft habe. Das heißt, wir pendeln durch die Gegend, wir zucken in die eine Richtung, dann zucken wir in die andere Richtung. Das ist halt eine Art von Bewegung, die extrem schwer zu handeln ist, wenn nicht gar nicht zu handeln ist. Und das andere ist, selbst wenn wir halt News haben und sie auch sogar mal einen kurzen Trend eröffnen, dann hält er halt 2 Stunden an und bis zu den nächsten News und dann geht es komplett in die andere Richtung. Was mir persönlich auffällt, ist an der Sache, dass ich will gar nicht sagen, wir haben im Allgemeinen eine besonders hohe Volatilität im Moment. Es gibt ein paar Währungspärchen, die tatsächlich über dem Durchschnitt sind, aber es gibt auch noch viele, die unter dem Durchschnitt, sogar dem langjährigen Durchschnitt sind. Also da ist auch nicht jetzt generell irgendwie gerade die Monster-Bewegung im Markt. Nee, was wir haben, ist das immer, also diese, ich nenne das mal eine Überempfindlichkeit. Also mir scheint das Ganze eben so, dass im Moment in Summe, die Summe aller Marktteilnehmer sehr nervös ist. Und anscheinend ist doch ziemlich viel Geld in Summe hier in verschiedenen Sachen investiert. Damit meine ich jetzt gar nicht nur DAX und Konsorten oder Aktien, sondern halt auch Währungen. Und jeder hat immer Angst, dass er jetzt dann auf der falschen Seite ist. Und deswegen kommt es dann hier zu solchen Reaktionen. Aber das ist jetzt nur Erklärungsversuch, helfen tut er mir auch nichts, das gleich vorweg gesagt. Aber was ich halt sehe, ist, dass wir einfach sehr, sehr viel Bewegung haben, die dann für 2 Stunden anhält und dann war es das wieder. Ich gucke da gleich nochmal drauf, wenn wir beim Fächer M5 sind, da will ich durchaus genauer auch nochmal drauf gucken, weil da kann man es einfach auch sehr schön sehen. Ansonsten, wenn man sich natürlich wieder so eine Kurve anguckt, gerät man wirklich nicht in Panik. Gleiches gilt für ein Forex dynamisch. Klar, nach wie vor hier runter, keine Frage. Heute müssten nochmal, naja, wenn jetzt nicht wieder so ein Drehmoment hier in diesen Markt reinkommt, müsste auch heute nochmal wieder was draufkommen. Impulskerzen, da kann man bald eine gerade durchziehen, aber eine horizontale. Das ist aber natürlich dann erstmal unkritisch, solange sie denn horizontal ist. Dann ist da halt im Moment nichts zu holen. Da muss man halt einfach dann warten, aber man verliert ja auch nichts. Impulskerzen D1, die konnten wir da ein bisschen zulegen, das finde ich schön, weil das Grundsetup ist das gleiche und da es auf einer anderen Zeitebene ist, müssen natürlich auch die Bewegungen entsprechend sein. Von daher ist auch genau hier in dieser Marktphase jetzt gerade die Chance, dann, dass dann doch dieser kleine Trend mal einmal kurz ausreichte, um hier was zu bewirken. DAX S&P Pro ist auch nicht investiert, der ist jetzt sozusagen unverändert. Ich glaube, da weiß gar nicht, ob wir seit letzte Woche überhaupt hier einen Trade hatten. Da dreht natürlich jetzt auch alles auf die Short-Seite. Heute hätte es nochmal vielleicht einen Long Trade im DAX gegeben, aber natürlich nicht zu den Kursen, die wir jetzt haben. Ich glaube, da hätte man noch einen Anstieg auf sowas wie 10.730 oder sowas gebraucht. Dann wäre auch nochmal ein Long-Einstieg drin gewesen, aber jetzt ist er durchgerasselt. Da sind wir nämlich genau an dem für mich persönlich sogar ziemlich entscheidenden Punkt hier bei End of Day 1 und auch End of Day, der vier verschiedene Systeme handelt. Hier ist gewissermaßen jetzt der große Moment. Wir haben jetzt sämtliche
Signallinien durchbrochen, in der Art und Weise, dass jetzt alle Zeichen auf Short gestellt sind. Das heißt, hier stehen jetzt Short Trades an und dann die auch, ich nenne das mal volle Kanone. Also hier steigen wir jetzt komplett auf der Short-Seite ein. Wir haben leider dieses Konto haben wir ja, ich weiß gar nicht mehr wann genau, aber erst ungefähr Anfang dieses Jahres eröffnet und sind ja gewissermaßen in diese Strategie eingestiegen. Heute hat de facto, also genau genommen gestern Abend, 22 Uhr, ein Monster Trade ist hier zu Ende gegangen mit alleine ungefähr 1000 Euro Gewinn, der allerdings nicht in diesem Konto ist. Aber halt eine der Substrategien war halt seit Ewigkeiten long investiert und der Trade ist jetzt gestern Abend dann ebenfalls glattgestellt worden. Dieser End of Day 4, also hier der untere von beiden, der handelt halt vier Substrategien, die leicht voneinander abweichen. Also in einer Sache weichen sie stark voneinander ab. Zwei von den vieren haben gar keinen Take-Profit. Sie haben nur einen Stop-Loss und warten immer nur auf eine neue Signallage. Das sind dann sozusagen die Langläufer und die anderen zwei Substrategien haben dann ganz normalen Stop-Loss und Take-Profit. Da wird es jetzt richtig interessant. Um die jetzige Marke, also so rund um die 10.700, 10.800, da wäre natürlich jetzt für diese Strategie schlecht, wenn es jetzt um diese Marke herumeiert. Das ist dann für eine solche Strategie sozusagen Gift. Wenn es genau, also rumeiern ist noch völlig okay, das ist noch bei der Strategie möglich. Dann darf allerdings dürfen die Ausschläge nicht zu groß sein, aber rumeiern um diese Marke, das ist natürlich schlecht, weil dann wechselt man häufiger die Richtung. Also mal abwarten, wie es da jetzt losgeht, wird auf jeden Fall, da wird es jetzt spannend, richtig. Das kann ich anders sagen. DAX-Werte, ja, da ist jetzt heute schon mal der erste Short-Trade auch in Take-Profit gelaufen. Ein weiterer Short-Trade läuft noch auf München Rück. Der ist noch weiter einfach laufend. Und ihr habt natürlich, wenn ich hier diese Blicke habe, gibt es immer nur den Einblick gewissermaßen auf Balance. Also nur auf schon das, was gut geschrieben ist, also nur die Trades, die komplett beendet sind. Laufende Gewinne sieht man natürlich hier gerade nicht. Also haben noch einen Short Trade. Naja, das wird nochmal gut. Fächer D1, der vielleicht vermeintlich langweiligste Handelsstrategie, die wir so haben. Aber naja, sie tut ihren Dienst. Hat jetzt hier nochmal einmal nach oben gezappelt, nach unten gezappelt. Aber von daher, bei dem Ding bin ich ebenfalls, ja, was soll man da sagen, passt eigentlich nach wie vor. Fächer H1, der hat jetzt wieder sich einen Ticken nach oben geschustert. Und auf den gucken wir auch nochmal eben genauer drauf, in der üblichen Art und Weise, nämlich mal hier einmal eben ins Excel-Sheet direkt rein. Ihr wisst, ich hole mir die Trades aus dem Konto, hole mir die hier nach Excel rein, haben also jetzt hier erstmal die gleiche Performance-Kurve wie gerade auf unserer Internetseite. Diese Strategie handeln wir seit dem 1.4. Gut, in Summe kann man auch sagen, also die mathematische Ausgleichsgrade ist zwar negativ, aber in Summe ist also jetzt über diesen Zeitraum nicht viel passiert. Dann gucken wir uns das natürlich trotzdem, und da wird es halt immer interessant, im historischen Kontext an. Also historisch heißt auf der Basis der Kurshistorien, die auch in die Strategie hineingeflossen sind. Und das sind ja dann hier die blauen und dann rot der reale Handel. Man sieht natürlich hier die gleiche kleine Bewegung, die wir auch gerade in Größe hatten. Wir laufen halt hier gerade in dieser seitwärts, in dieser horizontalen Phase sogar leicht nach unten. Gab es das schon mal? Das ist ja immer mal eine meiner üblichen Fragen. Ja, gab es mehrmals. Also in ähnlicher Ausprägung. Von daher nach wie vor nichts wirklich Schlimmes. Vom Drawdown
weit genug entfernt. Hier bleibe ich jetzt meiner These treu, dass ich mir das hier schon auch genauer angucken möchte, falls wir einfach nur horizontal hier aus diesem Bereich rauslaufen. Dann sollte man zumindest hinterfragen, ob wir das nicht einfach austauschen gegen was anderes. Wenn man nichts verliert und nichts gewinnt, ist zwar auch okay, aber in Summe sollen die natürlich schon nach oben gehen. Das müssen wir einfach mal hinterfragen. Will ich mich jetzt aber noch nicht hundertprozentig festlegen. Habe ich, glaube ich, auch noch bis zum Ende des Jahres Zeit, selbst wenn hier jetzt das komplett horizontal weiterlaufen würde. Also auch hier, so hart das immer manchmal klingt, wenn ich hier von Entwarnung rede, aber ich muss das Ganze runterbrechen auf die Einzelstrategien. Nur so kriege ich das Ganze auch seriös in den Griff. Und von daher auch wieder mit Blick auf diese Einzelstrategie ist nach wie vor okay. Kurz zurück hier in die Gesamtübersicht. M5 Fächer hatte sich erst wieder noch stabilisiert, hat jetzt hier nochmal so einen Schritt nach unten. Und da gucken wir mal direkt einen Ticken viel genauer rein, was hier sozusagen gerade passiert. Nein, ich will mein Windows natürlich nicht updaten, später durchführen. So, wer hat gerade mal gefragt, wenn du alle Konten auf Null setzen könntest, würdest du alles ab jetzt genauso handeln? Ja. Also so war die Frage. Also würde ich einfach von jetzt auf gleich neu in alle diese Strategien einsteigen? Ganz klare Antwort, ja. Also ohne Wenn und Aber. Weil es gibt für mich nach wie vor keinen, sozusagen keinen belastbaren Hinweis, dass ich sagen muss, eine Strategie funktioniert nicht mehr. Das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Frage und die tue ich auch überhaupt nicht weg, weil das ist genau die Frage, mit der ich mich auch so natürlich durchaus viel beschäftige. Aber weil ich das so gemerkt habe, dass ich auch selber gerne einfach mal genau auf diese Kontostände viel zu häufig geguckt habe, habe ich mir selber nochmal vergegenwärtigt, dass ich ja eigentlich ein Regelwerk habe. Und wenn ich ein Regelwerk habe, dann nehme ich dieses einfach und will mich deswegen auch gar nicht zu sehr mit genau dieser Detailfrage ablenken. Die Frage an sich ist natürlich wahnsinnig wichtig, weil wir wollen Profitabilität und wir wollen natürlich auch, dass die Kontostände nach oben gehen. Das ist gar keine Frage. Umgekehrt habe ich einen Satz von Strategien, die haben ein festes Regelwerk und von daher gilt als erstes, ich muss mich an dieses Regelwerk halten. Okay, von daher tue ich's. Dann haben wir natürlich solche Phasen wie jetzt gerade. Es geht in Summe nach unten. Dann fragt man sich, naja, funktioniert's noch? Aber, und deswegen stocke ich hier gerade noch einmal, aber auch darauf habe ich ein Regelwerk. Und das Regelwerk heißt maximaler Drawdown. Wenn der erreicht ist, wird die Strategie beendet. Also von daher bin ich da jetzt einfach mit mir selbst auch stur. Und will ja nicht die ganze Zeit reingucken. Ärgerlich? Klar, keine Frage. Aber deswegen graue Haare? Nein, weil ich habe mein Regelwerk, ich habe meine Historie und ich weiß, wie es da gelaufen ist. Was wir immer beobachten müssen, sind Sachen wie Ausführungen, Kurs, also jetzt Trade-Ausführungen, überproportionale Swap-Kosten beispielsweise. Also immer dann, wenn wir quasi zusätzlich belastet werden mit Kosten oder nennen wir es mal einfach mit einem Minus, die so in der Strategie nicht vorgesehen waren, dann gehen bei mir natürlich schon sofort die Alarmglocken an. Also angenommen, was glücklicherweise wohl nicht morgen passieren wird. Wir hätten bei einem Broker, ja, wir haben ja auch so einen im Programm, meinetwegen JFD, zahlen wir ja Kommission pro Trade. Wenn dieser Broker, warum auch immer, sich plötzlich überlegen würde, die Kommission zu verdoppeln, dann müsste ich sofort die Strategie tatsächlich überdenken, weil diese Kostenstruktur ist da drin. Wenn er so reduziert, die Kosten, kein Problem, das nehmen wir natürlich alle gerne mit. Aber wenn eine solche Änderung wäre, dann müssten wir natürlich eingreifen. Also, jetzt habe ich zwar 5 Minuten geredet auf die ganz kurze Frage, wenn du alle Konten auf Null setzen könntest, würdest du ab jetzt genauso weiterhandeln? Nochmal die Antwort, ja.
weil ich noch keinen Anlass sehe, an dem wirklichen, nennen wir es mal, Zweifel, den habe ich hier einfach nicht. Wir gucken mal eben hier in den Fächer M5. Das ist nicht das wirkliche, also es ist schon das wirkliche Handelskonto, also die Kontonummer, die wird dem einen oder anderen vertraut vorkommen. Das ist allerdings nicht jetzt das MT4, aus dem heraus auch die Trades platziert werden. Das kann man schon daran erahnen. Das hängt natürlich vom EA ab, weil hier überall M15 Charts sind. Aber das liegt nur daran, weil ich das für eine ganz praktische Darstellung gerade halte. Die, nennen wir es mal, Misere, in der wir hier im Moment stecken, die will ich mal einfach an einem Beispiel zeigen. Und zwar hier am australischen Dollar, US-Dollar. Ihr seht, also wir haben einen M15 Chart. Ich habe den jetzt hier mal einfach groß gemacht. Und wir haben jetzt hier in Summe eine Kurshistorie, die geht zurück bis 28. Juli, also so grob 3 Wochen. Und dann kann man ungefähr auch die Misere sehen, die hier im Moment drin steckt. Die Misere ist nämlich einfach die, dass in diesen 3 Wochen de facto A gar nichts passiert ist. Also jetzt der Kurs ist eigentlich noch auf dem gleichen Kurs wie vor 3 Wochen. Das an sich wäre nicht so schlimm. Es hätte ja durchaus mal einmal komplett nach oben und wieder nach unten gehen können. Aber es gibt hier halt mehrere Sachen, die für beispielsweise diese Strategie natürlich jetzt hier dagegen laufen. Das sind einerseits diese wahnsinnigen Zwischenbewegungen, die wir haben. Und das sind jetzt keine Mitternachts-Spread-Aufweitung irgendwas, sondern das sind einfach reguläre Handelsbewegungen. Die dauern auch durchaus mal eine Stunde und dann kommt man halt von da bis hier runter. Das an sich ist dann genau sozusagen mit das Problem. Nämlich man ist in dieser Strecke schon long investiert, ja, und dann kommt der hier, der haut einen raus. Logischerweise, jetzt geht es hier weiter abwärts, jetzt zumindest bei dieser Art von Strategie, kommen irgendwann Short-Einstiege und dann kommt der nächste Butsch wieder nach oben. Jetzt kann man natürlich sagen, ey, wieso setzt du dann den Handel nicht aus? Naja, das hier, also separat betrachtet von bis ungefähr zur Bildmitte, hätte man schon noch als einen sehr schönen Aufwärtstrend ansehen können. Naja, dann kommt aber halt genau eine solches Event hier rein. Also jetzt, das ist nichts Weltbewegendes, by the way, hier. Also das ist, aber es wird halt entsprechend wahrgenommen und dann geht es erstmal nach unten. Und dadurch kommen hier zum Beispiel bei diesem Währungspaar in Summe ist nachher schnell mal dazu, dass wir immer nachher auf der falschen Seite liegen. Jetzt gleicht die Strategie das zwar auch teilweise aus, einfach auch aufgrund ihrer sukzessiven Ein- und Ausstiege, aber wir haben halt hier eine Bewegungsamplitude, die ist zu klein, als dass wir zwischendurch die Trades in den Gewinn kriegen. Und sie ist halt so groß, dass sie uns jeweils ausstoppt und in die andere Richtung irgendwann reinholt. Es gibt gewissermaßen so eine Grenzamplitude für diese Schwingung. Ich nenne das mal hier einfach eine, auch wenn sie wirklich nicht sinusförmig ist, aber für diese Schwingung, die halt besonders tödlich ist, weil sie halt nicht reicht, um in Take-Profits zu laufen, aber halt auf der Unterseite reicht, um Stop-Losse abzuholen. Und wenn wir mit unseren Bewegungen genau in dieser Grenzamplitude sind, dann haben wir halt genau unsere Probleme. Sobald der Trend etwas länger wird, dann geht es sofort wieder sozusagen, ist das Ganze in Ordnung. Nur mal ein Beispiel. Nehmen wir mal hier den Schweizer Franken, Euro-Schweizer Franken, gleiche Zeiteinheit, alles sozusagen gleich wie gerade. Dann sieht man dann natürlich, dass es etwas länger orientiert. Und ja, wir hatten hier sehr schöne Long Trades, wo wir auch einiges an Gewinnen auch erzielt haben. Und dann, wenn dann der Wechsel kommt, gut, dann ist auch klar, dann kriegen wir ein paar Stopper hin. Wenn aber jetzt dieser Trend nach unten einmal wieder ausreicht, um bis hierhin zu gehen, da man sieht ja, wo die ganzen Take-Profit-Linien sind, dann ist hier wieder alles im grünen Bereich. Dann haben wir nämlich einen Anstieg mit schönen Take-Profits.
Danach in der Drehphase kriegen wir Stopplosse. Da die allerdings kleiner sind, macht das nichts. Wenn wir dann wieder einen Trend nach unten kriegen und wieder in die Take-Profits laufen, dann sind wir sauber im grünen Bereich. Noch einfacher ist es natürlich, wenn das Ding einfach nur eine Richtung kennt und die etwas länger beibehält, dann geht es sowieso gut. Ist allerdings diese Grenzamplitude erreicht, dann dreht das Problem los. Ne? Jetzt kommt noch eine Frage, die Strategie müsste eigentlich mit Tick-Daten getestet werden, um realistische Testergebnisse zu liefern. Nee, da sehe ich eigentlich überhaupt keine Notwendigkeit, hier mit Tick-Daten zu arbeiten. Man kann das erahnen, warum ich da jetzt so quasi vehement gleich ablehne. Einfach nur mit Betrachtung auf dieses Bild. Wenn man sieht, wo hier jeweils die ganzen Stopplosse und Take-Profits hängen, das ist alles so weit auseinander. Da machen mir jetzt einzelne Ticks gar nichts, sondern das kann ich schon ganz sauber mit diesen Kerzen hier bearbeiten. Also auch mit den historischen Kerzen, die ich da hatte bei der Strategieentwicklung. Das ist unkritisch. Also hier bräuchte ich keine Tick-Daten. Aber das Bild hier nochmal vergegenwärtigen, dass wir hier Euro, Schweizer Franken, das wäre okay von der Art, wie hier auch Trendwechsel passieren. Nochmal logischerweise, es ist das Einfachste, das Ding geht einfach nur in eine Richtung, dann wird es brutal einfach. Aber auch eine synodale Bewegung mit einer etwas größeren Amplitude ist auch völlig unkritisch. Aber natürlich hier sowas wie kanadischer Dollar, japanischer Yen, auch wieder so ein Klassiker für, naja, die Amplituden sind hier intern schon so groß, dass sie uns zwischendurch halt einfach erwischen. Und dann haben wir genau wieder das Problem. Das könnte man sagen, okay, dann müsste man halt den Stop-Loss weiter wegsetzen. Naja, dann aber dann wieder die, genau, wie immer die Frage, wann genau nochmal, braucht man ein Kriterium für. Aber diese Phasen sind endlich. Die Währungspaare werden sich nicht unendlich hier in einem solchen Korridor aufhalten. Von daher wird auch das dann einfach mal weitergehen. Diese Story hier mit den, wo ist hier mal ein Trend und wo ist hier keiner, die könnte man hier in diesem Bild beliebig fortsetzen, weil das haben wir tatsächlich hier. Euro-Schweizer Franken war, glaube ich, der einzige Fall, wo ich überhaupt einen Trend mal noch, glaube ich, machen kann. Also gucken wir mal gerade in einen rein. Naja, mit viel gutem Willen kriegen wir jetzt im Euro-US-Dollar mal einen rein. Also einen solchen Trend, der sollte jetzt bitteschön nach Norden gehen, weil wir sind schon einmal nach Süden unterwegs gewesen, sind jetzt wieder komplett geschwenkt auf Richtung Norden. Und ja, was wir halt brauchen, ist, dass so etwas dann mal anhält und nicht in dieser genauen Grenzamplitude drin ist. Wie gesagt, dann genau treten die Probleme auf. Die Zahl könnte ich sogar auch noch genauer bestimmen, was diese Grenzamplitude jeweils ist. Aber wir kriegen sie nur nicht aus den Währungspaaren raus. Und vor allen Dingen nicht das Ende. Also man könnte danach sogar filtern. Da gibt es auch mathematische Methoden für. Aber die reichen dann nicht aus, um auch ein Ende wiederum zu definieren. Und naja, die ersten paar synodalen Auf- und Abwärtsbewegungen müsste man schon überhaupt erstmal haben, um zu erkennen, dass man in genau diesem Ding drin ist. Und dann hat man ja schon den Salat. Also von daher sehe ich da zumindest nicht eine Ad-Hoc-Möglichkeit, genau diese Phasen durch einen Filteransatz auch genau zu beseitigen. Soweit zu den Performance-Zahlen. Dann, stopp, da fehlt einer. Ich muss weiter nach unten scrollen. Hier geht es natürlich weiter. Gold macht wieder erste Trades. Also nach einer ewigen Phase Ruhe kommt jetzt hier auch in dem alten Gold ein bisschen was rein an Bewegung. Und die neue Strategie, ja, die handelt munter vor sich hin. Also gestern 2 Trades, heute satte 3 Trades. Also es müsste jetzt mit dem Teufel zugehen, dass dieses Konto noch ins Minus geht. Nein, Kontostand ist also mittlerweile positiv und gucken wir da mal eben nach. Ich glaube, da läuft noch ein Trade.
Damit allerdings jetzt direkt auf dem Server. Und dann schauen wir da auch nochmal im Rein. Auch dieses Windows will natürlich irgendwann mal neu starten. Also, da läuft der Trade noch, hier eingestiegen, geht noch weiter nach Norden unterwegs. Wo steht das ganze Ding? Nein, ach, das waren zwei Positionen, die sogar, das lag einfach an den Range-Konstellationen. Zwei identische Order sind daraus geworden. Das ist allerdings einfach eine Besonderheit, die kann hier entstehen. Diese Trades laufen noch und werden natürlich wie andere Ausbruchtrades einfach um 22 Uhr dann geschlossen. Hier kommt aber immerhin langsam mal Bewegung rein. Das freut mich, weil eine Strategie, die einfach gar nicht handelt, ist zwar auch ganz nett, weil die macht auch keine Verluste, aber langweilig ist sie natürlich dann trotzdem. Also läuft immerhin. Soweit dieses. Dann natürlich nochmal der Hinweis, was gibt es Neues? Also ihr findet einen neuen Artikel unter Premium Trading, und zwar die C-Programmierung. Also genau das komme ich gleich quasi wieder live ein bisschen dazu, wie wir ja hier auch die Strategien entwerfen, Strategien visualisieren, überhaupt mit großen Datenmengen klarkommen können, um daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Das verbirgt sich alles hinter dieser C-Programmierung und da haben wir jetzt diese dreiteilige Webinarreihe. Und den ersten Teil, der ist jetzt hier schon mal auch buchbar, geht dann im September los. Ich habe trotzdem das Programm vom Ganzen auch hier dargestellt. Habe jetzt gerade November gesagt, natürlich im September. Am 9.9. starten wir mittwochs um 20 Uhr. Das wird sozusagen der Standardtermin. Naja, und im ersten Teil geht es natürlich logischerweise um die Basics, im zweiten dann um schon ganze Routinen, also Tools, die wir einfach danach brauchen, um die auch in die Strategien zu übersetzen. Mit Tools sind so Sachen gemeint wie Kursdaten einlesen, Kursdaten visualisieren, einen Trade eingehen. Damit meine ich jetzt, wenn ich von Trade eingehe, meine ich natürlich nicht im MT4 einen Trade eingehen und auch nicht eine Übermittlung an den Broker, sondern in seiner ganzen C-Struktur da einen Trade einzugehen, sich zu merken, den nachher weiter auch zu verwalten, weil natürlich sind wir, wenn wir so etwas machen, quasi unser eigener Broker. Also der eigene Broker, wir müssen einfach so einen Trade weiter verwalten. Es wird schon gerade gefragt, was wird dann der zweite und der dritte Teil kosten? Also der zweite Teil kostet dann 119 Euro und der dritte Teil, der kostet 139 Euro. Wobei jetzt für diejenigen, die hier durchgehend daran teilnehmen werden, für die bleibt bei jedem Mal der Preis bei 99 Euro einfach stehen. Das soll einfach auch ein bisschen Anreiz natürlich sein. Mir ist es wichtig, tatsächlich sogar vorne anzufangen, auch für mich, weil ich das einfach sukzessive dann aufeinander aufbauen möchte. Aber natürlich, jeder, der schon C-Programmierung kann, braucht natürlich logischerweise keinen ersten Teil, das kann ich auch verstehen. Dann einfach, das meine ich jetzt wieder völlig unkaufmännisch, würde ich persönlich empfehlen, im zweiten Teil einzusteigen, nicht erst auf den dritten zu warten, weil sehr, sehr viele Grundlagen werden hier im zweiten dann schon gelegt für den dritten. So viel dann schon mal vorweg. Also das ist einmal die C-Programmierung und ich ziehe das mal davor weg, weil ich in der Einleitung schon darauf hingewiesen habe. Wir haben, das hat der ein oder andere von euch bestimmt auch als Newsletter bekommen, wir haben hier eine Masterarbeit zum Anlageverhalten. Wenn jetzt hier steht Deutsche, naja, in Wahrheit richtet sich das gerne auch an unsere österreichischen und Schweizer und italienischen Kollegen, weil so weit geht typischerweise hier der Zuhörerkreis. Sollten wir vielleicht nochmal ändern, dass hier nicht Deutsche steht, weil das andere ist auch absolut interessant. Also es ist gerne einfach mal ein paar Daten, ist auch sowohl für Trading Stars interessant, einfach ein paar Daten zu bekommen, völlig anonym.
Das ist auch absolut sichergestellt, weil darum geht es mir persönlich gar nicht. Wenn mich das sozusagen das Individualvermögen unbedingt so interessieren würde, dann würde ich im Zweifelsfall zum Telefon greifen und einen von euch anrufen. Aber darum geht es hier nicht, sondern es geht auch um Erwartungshaltungen, Trading-Verhalten, Underlyings, was wird getradet. Also eine spannende Sache. Kostet euch so 5 bis 10 Minuten. Ich glaube, ich war in 5 Minuten durch. Ich habe natürlich selber auch daran teilgenommen, logischerweise. Also man kann das ziemlich fix beantworten. Ist auch absolut nichts Kompliziertes. Würde mich sehr freuen, weil hilft zu einem hier unserem Alexander, um daraus auch eine schöne Arbeit zu machen. Und zum anderen hilft es auch uns, einfach nochmal uns ein bisschen besser auch auf euch einzustellen. Immer mit der Frage, hey, was soll wie wo gehandelt werden, ist natürlich auch so eine ziemlich spannende Frage. Also das wird gerne hier auch nochmal mit erwähnt. Kurzer Blick in meinen Programmfahrplan. Es geht als nächstes um die Bollinger. Genau, Bollinger in der Art und Weise, dass wir. Ich mache es einfacher. Ich gehe mal auf einen weiteren Schirm und da, wo auch die. Nee, das ist falsch. Sorry. Hier gehen wir mal hier in diesen MT4. Ich habe das Bild auch ein ganz klein bisschen schon mal vorbereitet. Also wir haben jetzt hier in dem Fall einen Chart auf H1-Basis, britisches Pfund, japanischer Yen. Und hier sind jetzt auch einfach, das Bollinger Band ist eingemalt. Ich klicke mal einmal kurz drauf. Jetzt nur, dass man hier sieht, ah, es war, also ich habe 30, dann ich shifte das Ding immer um 1 nach rechts und dann den sogenannten Multiplikator, der steht jetzt hier gerade auf 1. Das ist auch nicht jetzt, dass ich sage, hey, das ist genau so, sollte man handeln mit diesen Parametern, darum geht es gar nicht. Mir geht es kurz ums Prinzip. Wir hatten ursprünglich mal versucht, Ausbrüche aus dem Bollinger Band zu handeln und haben festgestellt, naja, es geht, aber nicht ganz so doll. Es geht noch so auf D1-Basis, aber in Summe sieht das für mich nicht ausreichend profitabel aus, um daraus eine komplette Strategie abzubilden. Dann hatte ich ja auch mal die Frage in den Raum geworfen, was uns eigentlich fehlt, ist eine Reversal-Strategie, also genau etwas, was vielleicht nur begrenzt trendfolgend ist, oder am besten sogar gar nicht trendfolgend. Naja, und dann ist jetzt hieraus die Idee entstanden, doch eine Strategie zu machen, die minimal trendfolgend ist. In dem Beispiel hier wird es gar nicht ganz so deutlich gleich. Also minimal trendfolgend ist, aber halt das Bollinger Band nutzt, um in die Gegenrichtung zu handeln. Also in die Gegenrichtung soll Folgendes heißen: Eine Trade-Eröffnung, also gucken wir hier an diese Stelle, ich lasse mal meine Maus ein bisschen länger an der Stelle stehen. Ich weiß, Bild und Ton sind so grob um 1, 2 Sekunden zeitverzögert. Deswegen, wenn ich dann schon mal was zeige und gleichzeitig rede, dann kommt das nicht in der Form synchron bei euch an. Also an dieser Stelle wird es also interessant. An der Stelle wird nämlich die Kerze durchkreuzt das Bollinger Band. Und jetzt gab es halt mehrere Ideen, wann hier wie die Trade-Eröffnung ist. An Rüdiger sei gesagt, also in dem Fall ist hier die Trade-Eröffnung sozusagen genau konform mit deiner eigenen, nur nicht ganz, nämlich der Moment des Einstiegs. Ich werde aber an dem Beispiel mal deutlich machen, wie ich auch die Rechnung durchgeführt habe, wobei ich das andere absolut auch für eine valide Möglichkeit halte. Hier erstmal also der Einstieg, wie er nachher auch in der Rechnung jeweils erfolgt. Wir haben das Bollinger Band. Wir haben nun zusätzlich noch einen EMA. Das war eine der Grundideen von einem von euch, noch zu sagen, hey, nimm doch noch ein EMA mit rein. Deswegen habe ich jetzt hier noch irgend so einen langsamen EMA mit reingemalt. Und dieser langsame EMA, der wird nochmal verglichen mit unserem aktuellen Kurs. Und wie sieht es halt hier aus? Naja, unser Kurs ist oberhalb vom EMA und das ist jetzt sozusagen der erste kleine Filter. Dieser Filter sagt,
wir machen, wenn, nur Long-Einstiege. Short ist verboten, weil dieser EMA ist, wir sind oberhalb vom EMA, also sind Short-Trades verboten. Also ist ein guter Filter, kann man genauso nutzen. Dieser Filter, wir gucken, wir sind noch hier mit dieser Kerze im Bollinger Band drin. Jetzt wird wieder ein Trade platziert und zwar auf dahin, sozusagen, wo das Bollinger Band ist, würde jetzt hier eine Buy Limit Order gesetzt werden. Also Buy Limit Order hierhin. Und genau mit der nächsten Kerze würde diese Order auch ausgeführt werden. Und zwar wären wir dann long investiert, weil long wegen EMA und wir sind an der unteren Bollinger Begrenzung. Deswegen der Long-Einstieg. Ich will mal kurz hier die alternative Einstiegsmöglichkeit diskutieren, die mir auch jemand von euch noch zugetragen hatte. Und zwar erste sozusagen Vorsignal. Wir haben hier eine Kerze, die das mittlere Band durchkreuzt. Ab jetzt sind wir sozusagen scharf geschaltet. Und die nächste Kerze, die aus dem Bollinger Band herausführt, also einen Close-Kurs außerhalb des Bollinger Bandes hat, wird gehandelt. Dann allerdings einfach am Ende dieser Kerze. Das heißt, de facto wäre dann der Trade erst hier unten eröffnet worden. Als Beispiel. Die nächste Frage ist natürlich, wenn wir jetzt hier einen Trade eröffnen, wir müssen einen Stop-Loss setzen. Den Stop-Loss hatte ich jetzt mit einem von euch noch diskutiert, ja, lassen wir einfach erstmal offen, müssen uns aber mindestens einen Panik-Stop-Loss vielleicht noch gönnen. Der ursprüngliche Vorschlag, den ich letzte Woche auch gezeigt hatte, der enthielt schon mal so einen Hinweis wie, machen wir einfach konstant irgendwie 50 Pips oder sowas. Naja, ich habe mir das jetzt nochmal anders überlegt und habe das auch anders umgesetzt. Und zwar habe ich einfach gesagt, wenn wir hier schon den Bollinger Bänder nehmen, dann nehmen wir doch einfach hier als sozusagen als Grundgröße, die wir zur Verfügung haben, ist ja hier genau die Breite des Bollinger Bandes. Als Breite bezeichne ich jetzt mal hier formal sogar nur die halbe Breite, also das, was auch durch den Multiplikator bei der Bollinger Band-Einstellung gegeben wird. Also das hier wäre jetzt eine 1. Und jetzt kann man sagen, wir tragen diesen Abstand, der ja durchs Bollinger Band selbst gegeben ist, einfach vielleicht dreifach oder 2,5-fach nochmal nach unten ab. Das heißt, wir würden den Stop-Loss beispielsweise hier hinsetzen. Das entspräche jetzt einem Stop-Loss irgendwie mit einer 2 ungefähr. Weil jetzt sind wir genauso weit weg, wie das gesamte Band breit ist, würde ich ihn da hinsetzen, wäre dann mein Trade anschließend hier unten in den Stop-Loss gelaufen. Der Stop-Loss wäre auch vorher noch nie verändert worden. Der Stop-Loss wird erst verändert, wenn das sozusagen das Bollinger Band auch wieder nach oben wandert. Dann wird er zum Trailing-Stop entlang des Bandes, immer in diesem konstanten Abstand, durch das Bollinger Band gegeben, aber natürlich nur immer Stop-Loss-Veränderungen, die also nie wieder weg vom Ziel führen. Das ist auch klar. Hätten wir den Stop-Loss etwas weiter gesetzt, dann wäre dieser Trade natürlich hier nicht ausgestoppt worden, sondern wäre erstmal weitergelaufen. Der Stop-Loss wäre anschließend synchron zu der Bewegung von dem Band nach oben gezogen worden und wahrscheinlich wäre dann ungefähr hier irgendwo der finale Ende dieses Trades gewesen. Ich hoffe, die Trade-Logik ist soweit klar. Also Einstieg immer nur in Richtung der Zulässigkeit definiert durch den EMA. Also Kurse oberhalb vom EMA lassen nur Long-Trades durch. Also können wir nur einsteigen, wenn wir auf der das Bollinger Band nach unten durchkreuzen. Dann nehmen wir uns einen solchen Stop-Loss-Multiplikator, der gegeben wird einfach auch durch die Breite des Bollinger Bandes und danach managt sich der Trade schlicht von selbst.
In der Umsetzung, wie ich sie auch programmiert habe, mache ich keine Mehrfachtrades, auch wenn es die natürlich hier formal gäbe. Keine Mehrfachtrades, es läuft gleichzeitig immer nur ein einziger Trade. Das ist, wie gesagt, hatte ich schon mal erwähnt, etwas einfacher in der Umsetzung. Soweit zur sozusagen zur Basis. Was haben wir also an Parametern? Wir haben die ATR, die, nicht ATR, die Periode für das Bollinger Band als eine Zahl. Dann haben wir die Breite, also diesen Multiplikator, so ähnlich wie hier. Die nennen das Bands Deviation. Diese Zahl ist sozusagen der nächste Freiheitsgrad. Dann haben wir einen dritten Freiheitsgrad. Das ist dann hier der EMA als übergeordneter Trendfilter. Das sind schon mal drei Freiheitsgrade. Und naja, ich habe jetzt einen vierten Freiheitsgrad. Das ist mein Initial-Stop-Loss. Das wievielfache von dieser Bands-Deviation wollen wir uns denn sozusagen gönnen, ist jetzt ein vierter Freiheitsgrad. Diesen Freiheitsgrad habe ich allerdings nicht wirklich zur Optimierung freigegeben, sondern habe ihn einfach sozusagen händisch, bin ich den durchgegangen. Da entstehen dann zahlreiche, ja, einfach Equity-Kurven, immer nur ein einziges Beispiel mal hier kurz gezeigt. Das hatte ich, glaube ich, sogar schon auf. Das wäre jetzt eine solche Equity-Kurve auf Basis Gold und mit diesem SLM 4,0. Das heißt nichts anderes, als dass der initiale Stop-Loss dem Vierfachen entspricht von dem, was dem Bollinger Band wiederum zugrunde liegt. Also das ist einfach sozusagen eine vierfache Breite obendrauf. Das gibt mal hier eine Equity-Kurve, die schließe ich noch nicht wirklich, weil ich die gleich nochmal zeigen möchte. Aber so geht das dann hier natürlich durch. Das heißt, was weiß ich, Euro, US-Dollar, Euro, US-Dollar, Euro, japanischer Yen und so weiter und so fort. Also ihr könnt euch vorstellen, wenn dann geht es ja auch gleich hier immer richtig zur Sache. Das heißt, wir haben dann viele Equity-Kurven, vielleicht mal eine solche, dann eine solche, noch eine ganz andere, Euro, US-Dollar und, und. Also auf jeden Fall jede Menge Equity-Kurven. Das Gute, warum ich jetzt hier gar nicht auf die einzelnen Equity-Kurven, wer weiß, wie abhebe. Also ich kann mir angucken, was ich will. Und es kommt immer was raus, was praktikabel erscheint, was auch sinnvoll erscheint. Hier auf diese Stufe gehe ich gleich nochmal ein. Da will ich nochmal ein Wort zu verlieren. Einzelne Equity-Kurven interessieren mich in Wahrheit auch gar nicht. Ich gucke sie mir zwar hier alle an und erzeuge mir auch entsprechend diese ganzen Bilder für die verschiedene Parametersätze. Also hier gibt es dann immer welche mit SLM 2,5, dann SLM 4,0 und so weiter und so fort. Und einen Haufen Underlyings. Ich habe, glaube ich, 10 oder 11 Underlyings einfach erstmal in meine Testphase hier reingeworfen. Habe dann zu jedem immer so eine Equity-Kurve und gehe als nächstes dann aber hin und bilde gleich das, was ich kombinierte Equity-Kurven nenne. Nämlich, ich gehe dann einfach hin und nehme die ganzen Trades von den 11 verschiedenen Underlyings, die ich untersucht habe, und summiere die ganzen Equity-Kurven. Summieren heißt, werden hier nach Datum sortiert und bilden dann in Summe eine solche Equity-Kurve. Eine solche Equity-Kurve gucke ich mir natürlich wieder mit den üblichen Parameterfragen an, die ich dann immer stelle. Also was man jetzt hier erstmal sieht, ist, okay, Profit ungefähr 1400 R. Aber das alleine sagt ja erstmal noch gar nichts. Und dann gucke ich natürlich wieder wie immer auf meine üblichen Zahlen, maximaler Drawdown, dann halt den Gewinn pro Tag in R, nachher in Euro. Und worauf ich schließlich eigentlich nur gucke, ist auf diese eine einzige Zahl, auf mein Opti, je kleiner, desto besser. Dann weiß ich, die Strategie ist gut und ich kann sie ad hoc miteinander vergleichen, weil mich interessiert nicht die absolute Höhe,
sondern ich muss sie natürlich hier auch in Relation sehen mit dem jeweiligen Drawdown, der hier natürlich auch wieder passiert. Und das wäre jetzt hier eine summierte Equity-Kurve für diese 11 Underlyings mit einem SLM 2,0, also der initiale Stop-Loss, das Zweifache entfernt gewählt. Und das Gute ist, so geht es jetzt hier durch. Das wäre die Equity-Kurve mit SLM 2,5. In Wahrheit ist die Strategie, glaube ich, sogar noch ein Ticken besser. Ticken besser heißt, Opti wird kleiner. Und so geht es hier weiter mit 3,0. Die Anzahl der Trades nimmt ein bisschen ab. Die Gesamtsumme, die hier entsteht, nimmt zwar hier auch gerade ab, 1000 R, aber Opti wird nochmal ein Ticken besser. Worauf ich hinaus will, sieht erstmal alles recht vielversprechend aus. Damit bin ich schon mal grundsätzlich zufrieden. Jetzt gibt es einen Schönheitsfehler. Diesen Schönheitsfehler will ich auch hier in diesem Beispiel zeigen. Also das Gold in der Variante 4,0 hat diese Equity-Kurve über die letzten knappe 10 Jahre erwirtschaftet in der Zeit hier 110 R. Was mich allerdings stört, gewissermaßen stört. Also auf dem Konto würde es mich nicht stören. Das sind solche Monster-Trades wie hier. Das ist ein einzelner Trade, der alleine schlappe 25 R ungefähr bringt. Ich glaube, den größten Trade, den ich hier irgendwo gesehen habe, das war mal ein Trade mit 50 R Gewinn. So schön er auch ist, natürlich würde ich mich auch immer über jeden Trade freuen mit 50 R Gewinn und dann am besten noch ein R gleich 1000 Euro. Dann wäre doch schon mal was Gutes möglich. Das ist jetzt nicht die Frage. Also die Trades sind schön, aber mich stören sie im Sinne der Strategieoptimierung. Also stören heißt, da ich ja einfach viele, viele Einstellmöglichkeiten für den EMA, für das Bollinger Band, für die Bollinger Bandperiode ja durchgehe, möchte ich am Ende nicht, dass mein ganzer Suchalgorithmus genau eine solche Strategie findet, wo wir einfach in dem kompletten Zeitraum vielleicht drei, vier von solchen Monster-Trades haben, so schön sie auch sind. Ich halte sie dann nicht für besonders repräsentativ für die Historie. Deswegen, das hat mir jetzt nicht so ganz gefallen. Und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, wie ich hier künstlich eingreife. Und meinen Eingriff, den gestalte ich jetzt folgendermaßen. In der Optimierungsrechnung, ja, wenn ein solcher Trade hier vorkommt, in dem einen Set von Parametern, dann wird dieser Trade künstlich gekappt. Künstlich gekappt soll bedeuten, der Trade hier, ja, der bringt 25 R. Aber ich werde ihn in der Beurteilung der Equity-Kurve runter reduzieren, einfach auf 5 R. Das heißt, ich mache mir hier diese Monster-Trades erstmal temporär kaputt. Also, solange ich noch suche, welche Parameter soll ich denn überhaupt benutzen? Solange ich noch in dieser Phase bin, will ich diese Monster-Trades quasi reduzieren. Und reduzieren heißt, der Trade passiert, aber ich werde ihn kappen. Und zwar auf 5R. Wenn ich dann die finale Equity-Kurve habe, nach der ganzen Optimierung, dann soll er natürlich wieder, dann lasse ich die ungekappt. Also dann kommt natürlich der Trade raus, so wie er halt rauskommt. Und dem ist dann auch gut. Aber solange ich noch in der Frage bin, welche Parameter ich nehmen soll und alles durchprobiere, in der Phase möchte ich lieber auf solche Monster-Trades verzichten. In der Phase bin ich jetzt gerade. Das heißt, dafür laufen auch die Rechnungen. Ganz erste Resultate sind auch davon schon wieder da. Auch die kombinierten Equity-Kurven sehen wieder vielversprechend aus. Also Gesamtprofit ist etwas kleiner, aber von den Zahlen her auch noch eine schöne Sache. Aber also von daher ist ongoing, funktioniert und da soll auf jeden Fall was draus werden. Was sind da die To-Dos als nächstes? Also hier sämtliche Rechnungen mit der künstlichen Kappung auf 5R, damit halt die Strategie nicht von einigen wenigen Monster-Trades
einfach zu sehr profitiert. Also ich will das, vielleicht finde ich hier gerade nochmal so ein Beispiel. Ich gehe so mal schnell durch. Die sieht man sogar noch hier, genau. Selbst in der kombinierten Equity-Kurve sieht man diese Monster-Trades. Hier haben wir so ein Beispiel. Da sind zwei, drei Monster-Trades in unterschiedlichen Strategien gewesen, die zwar einen wunderschönen Anstieg von fast 200 R gemacht haben, aber ich halte sie nicht für repräsentativ. Sie können natürlich vorkommen, aber also solange ich noch in der Optimierungsphase bin, werden wir die erstmal rausnehmen. Also das ist noch zu tun. Das Ganze hier weiter mit einer solchen Schwelle noch zu versehen. Und ich gehe dann auch natürlich wieder auf die kompletten Währungspaare, also meine 21 Stück plus Gold, und werde daran dann die Untersuchung abschließen. Das ist der eine große To-Do. Dann der zweite To-Do ist natürlich hier, das Ganze auch noch wiederum nochmal dynamisch zu rechnen. Dynamisch heißt also einen Zeitabschnitt in der Vergangenheit nehmen, optimieren, paar Tage so handeln, neu optimieren und so weiter. Also dieses Fenster dann entsprechend durchzuziehen. Dann werde ich gerade gefragt, sind bei den Underlyings auch schon Indizes und Öl dabei? Kommen auch natürlich mit rein, aber mit einem Wermutstropfen, und zwar, das kann ich nur auf, im Moment, nur auf D1-Basis machen. Ich brauche unbedingt eine neue Kursquelle für Indizes Intraday. Bei Dukascopy wird man an der Stelle nicht so hundertprozentig glücklich. Also da bin ich noch auf der Suche nach einer anderen Kursquelle. Gleiches gilt für Öl, um halt auch auf wenigstens auf H1-Basis was zu machen. Also von daher wiederhole ich gerne meinen Appell von letzte Woche. Wer da Möglichkeiten hat, auf jeden Fall bitte mir eine E-Mail schreiben. Da wäre ich sehr, sehr dankbar für. Ich brauche halt einfach schlicht und ergreifend Kursdaten. Tagesbasis ist alles kein Problem, aber auf kleineren Zeitebenen. Wobei das auch noch, by the way, ein interessantes To-Do ist, nämlich die Frage, wie verhält sich diese Strategie auf Tagesbasis? Weil sie so natürlich auch schon dann wieder manuell handelbar wäre, weil das wäre genau eine Order am Tag, die einmal platzieren und am Ende des Tages den Stop-Loss zu verändern. Klingt auch selbst ohne einen Expert Advisor dann absolut für möglich. Aber also das Anlageuniversum werde ich hier schon betrachten. Sprich, ich gucke auch mal auf Indizes und Rohstoffe. Wieso bin ich hier, vielleicht mal allgemeines Statement dazu, wieso bin ich hier immer so ein Fan von gleich mich immer auf diese Währungspaare alle zu stürzen? Grund ist relativ trivial. Wir haben da recht gute, nicht ganz bei allen Währungspaaren, sozusagen Handelskonditionen, also nicht wir als Trading Stars, sondern ganz allgemein. Also die Kosten für einen Trade sind da einfach sehr gut und günstig. Da kann man jetzt mal durch verschiedene Indizes gehen. Werde ich auch, glaube ich, mal zu einem Thema machen, weil genau die Kosten pro Trade in den verschiedenen Underlyings sollte man also sich schon auch sehr systematisch angucken, um auch bestimmte einfach auszuschließen. Weil alles, was wir an extra Kosten irgendwo haben, muss man erstmal über die Wahrscheinlichkeit des Trades wieder reinholen. Und das ist dann schon schwer genug. Und da fallen dann relativ schnell zumindest bestimmte Kombinationen aus Underlyings und Brokern raus. Und gibt es auch bald wieder was Schönes Neues. Aber egal. Nein, ich will jetzt nicht zu viel ankündigen. Da haben wir schon noch einiges noch in petto, auch an Möglichkeiten für euch, was bestimmte Underlyings dann angeht. Also die To-Dos sind, glaube ich, klar definiert für eine Bollinger Reversal Strategie. Das ist, by the way, mein Arbeitstitel. Deswegen heißen dann die Dateien hier im Moment H1, Warten, Reversal. Irgendwie muss man ja immer sich hier die Namensgebungen überlegen. Manchmal sieht das immer sehr gekünstelt aus, aber es entsteht oft on the fly und dadurch kommt es zu so lustigen Namensgebungen.
Jetzt werde ich gerade gefragt. Nein, nein, ich lese den Kommentar gerne auch laut vor. Musst uns nicht für nächsten Donnerstag heiß machen, wir kommen auch so. Das freut mich. Das war auch gar nicht meine Absicht, sondern es sind einfach, ihr müsst euch mal, ich mach mal kurz einen Exkurs. Ihr müsst euch mal so vorstellen, gewissermaßen sehe auch ich euch, also sehen ist übertrieben, halt mal hier einmal die Woche. Und es kommen natürlich viele Sachen, die über die Woche hinweg passieren und dann sind schon Sachen fertig und Sachen halb fertig und Sachen fast noch gar nicht fertig. Naja, und alles diese Dinge gehen natürlich auch mir immer in dem Moment durch den Kopf, wenn ich jetzt hier sitze und das Webinar mache. Und daher rutschen mir dann natürlich auch so Sachen raus, die eher so Ankündigungsmentalität haben. Da geht es mir wirklich gar nicht ums Heißmachen, sondern es sind einfach Dinge, die mir auch gerade durch den Kopf gehen und die mich gerade beschäftigen. Naja, und dann kommen natürlich auch die Dinge hier mal zwangsläufig zur Sprache. Okay, also To-Dos hier für den Bollinger Reversal sind definiert. Mal gucken, was ich da bis nächste Woche schon hinkriege. Alles wird noch nicht gehen, also jetzt komplett dynamisch und alles, das ist illusorisch, aber auf jeden Fall die Monsterkerzen aus der Optimierung, nicht Monsterkerzen, die Monster-Trades aus den Optimierungen rausnehmen, dann noch ein bisschen weiter ausdehnen auf ein paar mehr Underlyings, also zumindest im Währungsbereich. Das ist das eine, was ich mir auf jeden Fall vorgenommen habe. Das andere ist das Ganze auf D1-Basis, da dann auch mal gerne für komplett andere Underlyings, also sprich Indizes, Rohstoffe. Also das sind so, ich denke mal, die zwei Sachen, die ich bis nächste Woche dann auch durchaus geschafft haben werde. Gut, das jetzt erstmal an der Stelle. Ich skippe dann für heute mal noch den Punkt, wo es hier um die Videos und entstehende Strategien aus dem geht. Wir wollen es jetzt nicht überfrachten. Konzentrieren wir uns auf das eine, von dem wir auch schon jetzt das Gefühl haben, das wird was. Das andere ist sozusagen vom Reifegrad her noch deutlich darunter. Also machen wir das jetzt einfach hier an dieser Stelle so, dass wir genau die bereits schon einfach mal beenden, um auch halbwegs pünktlich mal wieder in der Zeit zu sein. 20:32 Uhr, na, das geht doch. Hitze, die Meldungen brauchen wir heute noch nicht machen, hoffentlich dann wieder nächste Woche. Soweit dann von mir. Ich denke mal, wir haben hier was in Vorbereitung mit dem Bollinger Reversal. Bleibe ich mal im Moment bei dem Namen, außer es hat jemand einen viel schöneren. Dann übernehme ich den gerne. Also ich bleibe mal bei Bollinger Reversal und der sozusagen kriegt seinen Launch dann in Kürze. Soweit von mir. Ich hoffe, paar interessante Informationen waren wieder dabei. Wünsche natürlich allen noch einen wunderschönen Abend. Naja, und wir hören uns dann spätestens nächste Woche. Denkt nochmal drüber nach, ob nicht die C-Programmierung was für euch ist. Ich habe gerade schon gesehen, erste Bestellung gerade schon durchgekommen. Vielen herzlichen Dank, das freut mich natürlich sehr. Also auch das andere wird dann wirklich lehrreich, spannend und informativ. Bis dahin und denkt mir einfach nochmal einmal an die Umfrage. Würde mich sehr freuen. Dann macht's mal gut. Tschö.